Danke fürs Kommen. Wir haben im Rahmen der Linux-Wochen immer bewusst auch sozusagen Podiumsdiskussionen, also Panels, weil auf der einen Seite ist natürlich der Sinn und Zweck der Linux-Wochen die Wissensvermittlung, also dieses Ermächtigen von Leuten, selbstständig was zu machen. Das ist also ein ganz wichtiger Bestandteil der Idee hinter den Linux-Wochen. Als wir gegründet uns selbst gegründet haben damals, ging es darum, Leuten zu ermöglichen, ein Linux auf einem Rechner zu installieren. Also ich meine, die Älteren werden das noch wissen, die Install-Partys, es war sozusagen Herrschaftswissen, dass nur einige wenige gewusst haben, wie man diese Software zum Laufen kriegt, und es war eigentlich so diese Auszeichnung, dass man zu dem ganz exklusiven Kreis gehört hat, die in der Lage waren, irgendeines dieser Linuxe auf den Rechnern, auf den Hardware zu laufen zu kriegen. Und irgendwann ist es ja so geworden, dass heute ein Linux wesentlich leichter zu installieren ist als alles andere. Und damit ist dieser Spaß weg, dass man so ein bisschen exklusiv ist und was Besseres ist. Und trotzdem versuchen wir hier immer wieder wirklich das auch zu sagen, du musst Wissen haben, um nicht abhängig zu sein. Also wir haben ja den einen Spruch bei uns, wer nichts weiß, muss alles glauben. Klammer auf, das ist keine Erfindung der Science-Busters. Das ist wesentlich älter. Das Problem ist, weil heute Morgen auch die Wikipedia gekommen ist, es ist wirklich fatal zu glauben, ich muss nur wissen, wo ich was nachschauen kann, ich muss es nicht mehr wissen. Ganz wichtig, ich muss etwas wissen, um zu wissen, dass ich etwas nachschauen kann. Und dieser Part hier, warum es mir als Quintessenz geht, warum wir das auch organisieren und diesen Aufwand treiben, das doch ein ziemlich großes Anstrengung für eine NGO ist sozusagen die geistige, die philosophischen Hintergrund zu machen, warum etwas wichtig ist. Mir ist immer ganz wichtig, dass ich auch immer sage, wir sind ganz strikt überparteilich, weil sofort die Scheunentore runtergehen, wenn man in irgendeine der Parteien geht. Wir hatten sehr viele Sachen so im Hintergrund schon laufen, warum man arbeitet oder wo der Anteil ist, warum man irgendetwas macht. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir in immer mehr Bereichen uns alles weggenommen wird. Wir haben gerade in Österreich eine ganz fürchterliche Änderung der Gesetze. Ich habe heute Morgen wieder in Krone Hit Radio ein Interview gegeben, weil es jetzt von Kaspersky eine Umfrage gibt und ein Großteil der Leute sagt, Datenschutz hat sich überlebt, weil sie die Firmen eh nicht dran halten. Diese Upload-Filter-Geschichte, also diese Intellectual Right Property-Geschichte, die Diskussionen, dass wenn wir Open Source was machen und es sind von meinen Sachen, die ich mache, und die sind alle unter der Creative Commons, verschwinden dann aus dem Internet, weil einer der kommerziellen Sender darüber berichtet und alles, was die berichten, ist dann plötzlich gesperrt. Also auch was ich mache, wird plötzlich gesperrt, weil es der ORF zum Beispiel macht. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir sozusagen versuchen, wo wir als Gesellschaft hinkommen können, warum was funktioniert, dass wir uns nicht immer einreden lassen, es muss Lizenzen geben. Ich meine, es kommt am 8. Juni, 7. oder 8. Juni ist wieder der Richard Stallman da, also wir haben so alle 2-3 Jahre ihn bei uns auf Besuch, der ja auch sagt, es muss Software frei bleiben, es darf die Idee, die hinter der Software ist, nicht die Lizenz, wenn ich wo Software verwende, natürlich, wir müssen sie auch bezahlt bekommen, aber die Idee muss behalten bleiben. Und die meine Talks bei den Linux-Wochen verfolgen, kennen das ja auch. In der heutigen Zeit hätte Newton die Schwerkraft patentieren lassen. Also wir würden heute, jeder, dem ein Bleistift aus der Hand fällt, müsste Lizenz zahlen an die Newton-Nachfolge GmbH, weil das patentiert worden wäre. Wir beginnen immer mehr in Sachen Rechte einzuziehen und vergessen dabei, dass wir als Gemeinschaft eigentlich die sind, die die Spielregeln, und jetzt kommen wir zu euch, wo wir über die Spielregeln definieren. Ich finde es fatal, dass wir in einer Zeit leben, wo sozusagen über irgendwas, was korrekt nach unseren derzeitigen Regeln gemacht wird, als unmoralisch tituliert wird. Das ist diese Gutmensch-Diskussion.
Ich sage immer, wenn man Schach spielt und mein Gegenüber fährt mit der Dame 6 Felder und ein Zuschauer, Kommentator sagt, das ist jetzt unfair, der König darf ja auch nur ein Feld ziehen, warum fährst du jetzt mit der Dame 6 Felder? Dann, sorry, den Zug gibt es. Dann darf ich mich nicht darüber beklagen, dass jemand diesen Zug tätigt, sondern die Aufgabe der Gesellschaft, der Gemeinschaft, des Staates, der Community, wurscht wie man es nennt, ist, die Schachregel zu definieren. Und das vergessen wir immer. Wir müssen dorthin kommen, dass wir definieren, in welcher Welt wir leben wollen, nach welchen Regeln wir leben wollen und dann sagen, wie formen wir es aus. Und jetzt darf ich sozusagen dir den Ball rüberreichen. Sozusagen das, was du heute Morgen in deiner Beitrag gebracht hast, ein bisschen auf unsere Seite rübergezogen. Dass wir das, was im Agrarbereich in Südamerika sozusagen aus der Not heraus passiert, passieren ja viele Entwicklungen, weil es den Leuten wirklich schlecht geht. Unser Problem ist, dass es uns eigentlich zu gut geht, um zu kapieren, dass wir auf morgen nachdenken müssen. Ich bleibe gleich bei dieser Frage. Also das ist ja eigentlich auch das, was mich umtreibt in der Arbeit, die ich mache. Ich arbeite allgemein zu Commons, zu dieser Idee, die man früher unter dem Begriff Allmende kannte oder die auch oft unter dem Stichwort Gemeingüter läuft. Und ich arbeite tatsächlich zu dieser Frage, warum ist das wichtig? Und um die ganz generell zu beantworten, würde ich sagen, es ist wichtig, damit wir uns eine strukturelle Unabhängigkeit von Markt und Staat bewahren. Also von Institutionen, die wir gewohnt sind, die aber jederzeit zusammenbrechen können oder aber in denen es schon angelegt ist, dass sozusagen eine Seite ohnehin hinten runterfällt. Und das sage ich letztlich auch als ehemalige DDR-Bürgerin. Also ich bin im Osten geboren und tatsächlich ist es so, dass Staaten mitunter sehr plötzlich sehr kurzlebig sind. Und während bei Allmende-Institutionen, also bei Institutionen, wo sich die Community darüber verständigt, welche Regeln gelten sollen und zu welchem Zweck, und über diesen Zweck müssen wir noch reden, also was definieren wir irgendwie als das gute Leben, das richtige Leben? Ich würde sagen, das muss frei sein, fair sein und lebendig sein. Also da müssen diese drei Ideen von unserer Freiheit, von Fairness, Gerechtigkeit und von, wir müssen uns immer weiterentwickeln können, das darf nichts Starres sein, die müssen da drin aufgehoben sein. Ja, und es ist tatsächlich so, dass Communities, denen das gelingt, und das kann man weltweit zeigen, ja, eine längere Überlebensdauer haben als Nationalstaaten. Ja, hallo, mein Name ist Leopold Zücker. Ich beginne mit drei Hashtags. Der erste ist Digital Native, das heißt, ich habe meinen ersten Computer noch selber gebaut. Das war noch in der Zeit, bevor noch im Silicon Valley Apple und PC und all die Dinge entstanden sind. Das heißt, ich habe schon sehr bin schon sehr lange in der IT-Welt unterwegs. Sehe mich selber als Open Source Evangelisten und versuche zunehmend von der erfolgreichen Open Source Software Geschichte in Richtung Open Hardware zu gehen. Damit komme ich zu meinem zweiten Hashtag, der heißt Open Hardware Now. Das ist eine Initiative, die ich unlängst gestartet habe. Findet sie auf Meetup Open Hardware Now, wenn ihr sucht. Und ich versuche, Open Hardware weiterzubringen und ähnlich erfolgreich zu machen wie die Open Source Software. Und mein dritter Hashtag heißt Dorf der Zukunft. Ich war vor 2 Jahren in China und war entsetzt darüber, dass wir alle angeblich nur mehr in Wolkenkratzern und Megacities leben sollen. Und habe vor ein paar Jahren im Südburgenland ein Grundstück gekauft, habe einen Verein gegründet, Open Land Lab, und versuche jetzt darüber nachzudenken, wie könnte man im ländlichen Bereich dort was aufzubauen, was aber auch Zukunft hat. Gut, soweit einmal der Einstieg. Okay.
weil du gesagt hast, du kommst aus der DDR. Ich habe auch in der ehemaligen DDR dann gearbeitet, muss man korrekt sagen. Also nach der Wende bin ich rübergeschickt worden, dortiges Unternehmen West-Fit zu machen. Allerdings war ich kein Wessi, sondern ein Össi dann. Und wir haben ja sozusagen Zusammenbrüche von Systemen. Die Agrargeschichte oder die Open Hardware-Geschichte. Ich frage immer so in die Runde, ich weiß nicht, aus dem Kreis der Raucher kennt vielleicht den Peter Stuyvesant nicht jeder. Die Raucher kennen Peter Stuyvesant als Zigarettenmarke. Ist bekannt, wer der Peter Stuyvesant war? Holländer, genau. Das war der dem Indianerhäuptling für ein paar Glasperlen Manhattan abgekauft hat. Wer ist der größere Betrüger? Der Häuptling, der Manhattan verkauft hat, oder der Peter Stuyvesant, der für ein Nepp das verkauft hat? Weißt du, wir sind eine demokratische Gesellschaft. Es gibt Geschichten zu, dass er das nicht verkaufen konnte, weil er das gar nicht... Der eine betrügt, weil er genau etwas weiß, dass es in seinem Wertesystem viel, viel, viel mehr wert wäre. Also Peter Stuyvesant ist einfach... Obizarra gewesen, sozusagen. Und der Häuptling hat etwas verkauft, was er nicht verkaufen kann, weil es keinen Besitz an Grund und Boden gab. Und wir sind gerade jetzt dabei, dass das, was die Amerikaner innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange hat es gebraucht, dass sie vom Westen bis zum Osten überall am Pfahl eingeschlagen haben, deren Landnahme Gier ist ja so weit, dass sie bis zum Mond raufgeflogen sind, um dort ihren Pfahl einzuschlagen. Und das Gleiche machen sie jetzt mit den geistigen Rechten. Ne? Bei Hardware, Mercedes-Benz zahlt bitte an irgendeinen französischen Rechtsanwalt 100 Euro, glaube ich, pro E-Klasse, weil der das Recht am Wort E-Klasse hat. Ja, ich meine, so absurd ist es. Die Frage ist sozusagen, für wo wir hinkommen. Ich meine, du hast ja, Alexander, nicht, auch mit deinem Vortrag gesagt, dass wenn wir Software beauftragen, dann soll uns bitte die Software gehören. Bei der BBC, ganz normal, so was, ne? Alles was die BBC produziert, ist mit Steuergeld finanziert worden und steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Der ORF, das Gegenteil, steuerfinanziert und macht alles, dass es nicht einmal der Steuerzahler und Beitragszahler sehen kann. Das heißt, ich kann ORF nicht empfangen, weil ich nicht bereit bin, der Firma Simply meine Daten zu geben, zahle aber GIS-Gebühr und zahle Steuer. Also ich bin ausgeschlossen, kann es nicht sehen, obwohl ich, nur weil ich nicht einer dritten Firma noch einmal was zahlen möchte. Also wir beginnen sozusagen Zäune zu bauen. Wie können wir sozusagen das auflösen? Um das geht es ja im Grunde. Was die andere Seite will, ist verständlich, Geld verdienen, immer mehr in ihre Hand zu bekommen. Wir können sozusagen mitschwimmen und nichts tun. Wir können lamentieren, das können wir als Österreicher nicht sehr gut. Oder wir können versuchen, was zu ändern. Gleich darauf? Ja. Nochmal aufmachen, ich will es nicht gleich so verengen, ja, auf die Debatte um geistige Eigentumsrechte. Sondern ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir überhaupt erstmal sehen, lernen, woraus die Zäune bestehen. Ja, also das können wir an diesem Beispiel ganz gut zeigen. Geistige Eigentumsrechte sind ein politisches Instrument, ein Rechtsinstrument, das sozusagen über den Staat durchgesetzt wird, um Zäune zu bauen. Das ist sozusagen ein rechtlicher Zaun. Aber wir haben auch andere Zäune, wir haben auch technologische Zäune. Ich kenne mich nicht so gut aus in Computer und insbesondere Hardware-Belangen, ja, weil es gibt die Möglichkeit, dass die Technologie sozusagen selbst etwas sperrt. Du brauchst überhaupt kein Recht mehr dazu, um den Zugang zu versperren. Und wir haben natürlich extrem ungleiche ökonomische Verhältnisse, wo die Zäune eigentlich, was ich immer ganz schön finde, ist dieses Bild von, man hat ja das Bild des Zauns in der Geschichte der Einhegung der Allmende, der Einhegung der Gemeindeweiden benutzt, ja, um zu beschreiben, um den Akt der Privatisierung zu beschreiben. Heute sind die Flächen, die Agrarflächen etwa von genmanipuliertem Soja in Argentinien oder in Brasilien so groß, da braucht man gar keinen Zaun mehr drumherum. Der Zaun ist überhaupt nicht mehr nötig, das andere ist ohnehin schon weg. Also Monokulturen selbst sind schon Zäune. Und für mich ist es immer hilfreich, überhaupt sozusagen die
Zäune identifizieren zu können, so wie wir sagen, Intellectual Property Rights, ne, ist irgendwie ein Zaun, der um etwas gebaut wird, was eigentlich immer mehr würde, wenn wir es teilen. Das heißt, was eigentlich für uns alle und fürs Gemeinwohl besser wäre, wenn wir es teilen würden. Ich denke, darin liegt ein wichtiger Impuls für die Open Software und die Open Hardware Debatte. Also meine erste Antwort auf die Frage, was können wir dagegen tun, sehen lernen, und das bedeutet analysieren. Rechtliche Verhältnisse, ökonomische Verhältnisse, politische Verhältnisse und die Entwicklung in der Technologie. Ja. Eines meiner Lieblingsbeispiele im technologischen Bereich ist die Entwicklung von CRISPR-Cas. Also zu sagen, heutzutage ist es möglich, ein Humangenom oder überhaupt Genome zu editieren, so wie man das früher sozusagen nur von Software kannte, dass man da was rausschneiden und woanders hineinsetzen kann. Copy and paste mit unserem Körper. Da wird uns doch sehr schnell deutlich, wie weit die Manipulationsmöglichkeiten und damit auch die Einhegungsmöglichkeiten gehen. Also das ist der erste Punkt. Ja, den Begriff der Einhegung unter modernen technologischen und wirtschaftlichen Bedingungen ernst nehmen, begreifen, dass der nicht nur von Leuten, die am Geld interessiert sind, durchgesetzt wird, sondern, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, auch von Menschen, die politisch so ticken, als sei sozusagen die kapitalistische Marktwirtschaft das Ende der Geschichte. Also unsere Kanzlerin in der Bundesrepublik, die redet von einer marktkonformen Demokratie. Und das ist im Grunde ist das sozusagen auch nichts Neues in der Geschichte, denn es hat in der Geschichte im 17., 18. Jahrhundert ganz massive sogenannte parlamentarische Einhegungen gegeben. Und damit komme ich zurück auf mein Eingangsstatement zu sagen, worum geht es bei Commons? Es geht darum, sich von Markt und Staat strukturell unabhängig zu machen, was nicht gleich heißt, dass sie nicht eine bestimmte Rolle erfüllen können. Ich würde gerne einhaken bei der Landwirtschaft, die du erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber John Deere, größter Landmaschinenhersteller in Amerika, hat vor ein paar Jahren Farmer verklagt, weil sie versucht haben, ihre Landmaschinen selber zu reparieren. Ja. Und das ist für mich irgendwie ein Beispiel, warum ich finde, dass das Open Hardware wichtig ist. Ja. Aber ich würde gern, um das zu öffnen, einmal fragen, wer kann mit dem Begriff Open Hardware was anfangen? Okay, gut, großes Bewusstsein. Der Punkt ist nämlich der, dass im Gegensatz zur Open Source Software Open Hardware noch eine ziemlich schwammige Geschichte ist. Ja. Also bei Open Source Software, das ist schon ziemlich klar definiert und geregelt, da gibt es auch Lizenzen. Bei Open Hardware ist es so, es gibt die Open Source Hardware Association, die versucht, das seit Jahren irgendwie auch zu definieren, aber es ist noch ein ziemlich schwammige Geschichte. Und aus dem Grund hat Open Source Ecology Deutschland letztes Jahr eine Initiative gestartet mit dem Ziel, einmal überhaupt die Begriffe zu klären. Ja. Das heißt, der Plan ist der, es soll heuer noch eine Dienstback entstehen. Das ist im Prinzip eine Vorstufe für einen Standard. Ja. Und in weiterer Folge wollen wir das Ganze zu einem ISO-Standard erheben und damit einmal die Begriffe überhaupt geklärt sind, damit wir überhaupt alle wissen, wovon wir reden. Und ja, das halte ich für wichtig und da engagiere ich mich gerade. Da kann ich nochmal anknüpfen, weil ja. in der Arbeit, die wir gerade machen und die wir jetzt irgendwie auch in diesem Buch zusammengeschrieben haben, also ist einerseits dieses Analytische, auf das ich gerade verwiesen habe, wichtig. Und wenn man dann die Dinge genau analysiert und will beschreiben, was man anders machen will, das ist uns aufgefallen, dann fehlen uns die Worte dafür. Also dann haben wir irgendwie nicht die richtigen Begriffe, um zu sagen, ne, also wir sind es alles so gewohnt, mit Begriffen aus dem sogenannten geistigen Eigentumsrecht zu operieren. Und der Begriff, je öfter wir ihn verwenden, umso normaler erscheint er uns. Und wir sind also sozusagen nochmal mit der Nase darauf gestoßen worden, dass die Sprache selbst Normalität erzeugt. Die Sprache selbst, man nennt das ja performativen Charakter hat, also sie bringt etwas in die Welt.
Und sie verfestigt das in der Welt über die Art, wie wir denken, und über die Art, wie wir denken und sprechen dann eben auch handeln. Und deswegen kann ich das nur unterstreichen, dass wir sozusagen unsere Begriffe klar kriegen müssen. Was wir auch versucht haben, ist, da wo halt kein Begriff war, auch mal einen neuen zu schöpfen, den zu wagen, den in die Debatte zu werfen. Ich habe es an einem Beispiel heute früh im Vortrag gesagt, ich will das nochmal nehmen, weil ich das so begrifflich relativ anregend finde, zu sagen, wir diskutieren, wir wähnen uns in einer demokratischen Gesellschaft, ja, und diskutieren über Abstimmungsfragen nach dem Mehrheitsprinzip. Also, ne, die Mehrheit gewinnt. Und wenn wir damit nicht zufrieden sind, dann glauben wir, na gut, wir könnten auch noch uns alle einig sein, im Konsens entscheiden, einstimmig entscheiden. Aber da gibt es noch ganz viel dazwischen. Jenseits von Mehrheitsprinzip und Einstimmigkeit gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu finden. Und das haben wir genannt, gemeinstimmig entscheiden. Und indem man das erstmal aufruft, ja, bewegt man, so hoffen wir, auch begrifflich die Leute zum Nachdenken. So, wie geht denn das jetzt? Können wir konkret was anderes machen als das, was wir gewohnt sind? Ich finde ja immer, David Graeber, der Anthropologe, der ist durch sein Buch Schulden die ersten 5000 Jahre ziemlich bekannt geworden. Und der sagt immer so schön, jeden Morgen stehen wir auf und machen Kapitalismus. Warum machen wir nicht mal was anderes? Und Open Hardware ist was anderes als Kapitalismus. Es ist unter anderem auch was anderes, als, ne, es ist, weil es etwas anderes ist, als Dinge künstlich zu verknappen, damit ich es möglichst gut verwerten kann. Ja? Das heißt, es ist was anderes auf der Ebene der gesellschaftlichen Ziele, der politischen, gesellschaftspolitischen Ziele. Und dass wir darüber hier bei den Linux-Wochen diskutieren, finde ich großartig. Ich wollte nur zurückkommen, ich hatte dich da gesehen, komm sofort dazu, weil wir über Begrifflichkeiten, du hast gefragt, sozusagen, wer was mit dem Begriff Open Hardware anfangen kann. Und genau das ist das Problem. Du hast gefragt, dann haben ein paar Leute sich getraut, die Hand zu heben. Es wurde aber nicht verifiziert, ob wir überhaupt vom Gleichen reden und denken. Und das ganz große Problem, ich meine, die alten Griechen haben uns ja als Zoon Politikon definiert, also als politische Menschen. Und ich merke das immer wieder bei meinen Schulungen und Vorträgen, dass die meisten, zumindest Österreicher, ihren eigenen Staat nicht kennen und nicht die Aufgabenteilung zwischen Staat. Ich habe gestern durch Zufall, weil wenn ich nach Hause komme, um 2 Uhr in der Nacht musste erst runterkommen, war die erste Folge von dieser Bulle, der nach 20 Jahren aufwacht. Und der sagt, das Problem ist, er versteht die Welt nicht mehr, weil plötzlich ja China das kapitalistische Land geworden ist und Russland ist mehr Demokratie als Amerika und so weiter. Also sein Weltbild nach 20 Jahren stimmt nicht mehr. Wir haben das große Problem in der Politik heute, ist ja, dass sie ja Marketing und Werbung kennengelernt haben, dass sie beginnen, Begriffe zu besetzen und neu zu definieren und zu besetzen. Mit Framing, also wie das so schön neu heißt, also mit diesem ganzen Klimbim von NLP. Und wir beginnen sozusagen auch in Österreich in der Debatte, jetzt bin ich leider wieder zu sehr im Quintessenzbereich, dass wir sozusagen die Aufgabe des Staates neu definieren beginnen. Und da kommt ja immer die Sache, solange du nichts zu verbergen hast, darf der Staat ja diese Sachen haben, darf er die Daten haben, weil er passt ja auf dich auf. Nur ist das ja eigentlich alles nicht seine Aufgabe und es ist ja auch nicht, das Sicherheitspolizeigesetz definiert ja nicht sozusagen, dass sie auf uns aufpassen müssen und dass sie eh die Sachen gut verwenden, sondern das ist ein Schutzgesetz, das uns vor einem bösen Polizisten schützt und nicht für den braven Guten. Davor brauche ich eh nicht geschützt zu werden. Und wir beginnen jetzt hier sehr schwammig, das war übrigens sozusagen mein Feedback von heute Morgen, wir beginnen sehr schwammig über Sachen zu reden und die Leute haben alle ihr Theater im Kopf sofort da und zum Teil nicken sie oder wenn man sozusagen die falschen Schlüsselwörter hat, kommt sofort, obwohl man das Gleiche meint. Wir haben kurz vor Mittag zum Beispiel über dieses bedingungslose Grundeinkommen geredet. Wenn ich jetzt hier eine Umfrage mache, in Österreich, wir haben in Österreich so ein klassisches Links-Rechts-Spektrum, wer ist der Meinung, dass sozusagen bedingungsloses Grundeinkommen eher im linken Spektrum angesiedelt ist oder eher im rechten? Ja, dann würde zu 100% sozusagen eher das linke kommen, glaube ich, oder? Ich möchte jetzt niemanden über den Tisch ziehen.
als ich studiert habe, habe ich beim Professor Bruckmann Statistik gelernt. Und er kam mit einem Wirtschaftsmodell, wo er von der Österreich AG geredet hat und gesagt hat, wir sind als Österreicher beteiligt an der Österreich AG und wir haben das Recht auf eine Dividende. Und die muss bedingungslos ausbezahlt werden. Klammer auf, der Professor Bruckmann war Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Also 20 Jahre vor dem bedingungslosen Grundeinkommen gibt es im rechten Lager Ideen über bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn man heute einen ÖVPler auf bedingungsloses Grundeinkommen anredet, sagt er, oh Gottes Willen, ihr wollt den Stalinismus. Ja, das ist das Hirntheater. Und deswegen glaube ich, ist es so ganz wichtig, dass man wirklich so über die Basics so uns überlegen, was ist die Aufgabe des Staates, wo gibt es Schutzmechanismen, woher kommen eigentlich Patente, woher kommen die Zäune, was ist eigentlich der Sinn und Zweck der Zäune. Gibt es einen Sinn oder gibt es keinen Sinn? Ich meine, die Open Source Software hat vieles bewegt, aber im Client-Bereich haben wir den Krieg verloren. Wir schaffen sogar, dass am Android-Handy vom Open Source also nichts mehr zu sehen ist. Also wichtig wäre mir wirklich sozusagen, das in die Leute rein zu impfen wieder, dass sie ihre Grundwerte bekommen, zu wissen, was ist die Aufgabe des Staates, was ist die Aufgabe von mir und was ist die Aufgabe sozusagen des Nachbarn. Und dass wir dort die Rollen definieren und sagen, wo sind wir zu Hause? Gut, also mir ist Präzision wichtig. Ja. Ich glaube, der Untertitel ist irgendwie, wie arbeiten wir bei Open-Source-Projekten zusammen, oder? Habe ich das richtig? Wir sind nicht an den Titel gebunden, ja. Gut, dann formuliere ich es anders. Ja. Also meine Hauptmotivation, warum überhaupt Open-Source? Ja? Also meine Hauptmotivation besteht im Prinzip in der Kooperation. Ja? Also ich sehe, wir haben jede Menge riesige globale Probleme und ich bin überzeugt davon, dass wir die nur in Kooperation sinnvoll lösen werden können. Und da ist alles wie geistiges Eigentum und Patente völlig kontraproduktiv. Ja? Und ja, ich glaube, ich gehen wir jetzt einmal ins Publikum. Ja, die ganze Zeit. Das ist euch wichtig, es gibt schon Leute, die weggehen. Vielleicht kriegen wir jetzt Antworten auf das, was ich noch ergänzen möchte. Also ich finde, wir müssen die Frage erweitern. In der Arbeit, die wir gerade machen, versuchen wir zu sagen, wir können nicht von gemeinsamen Werten ausgehen und die Suche nach solchen Werten ist vielleicht auch nicht eine wirklich zielführende Strategie, weil sie sozusagen, dann enden wir am Ende bei internationalen Gemeinschaften oder wir enden dabei, dass wir mit Leuten kooperieren, mit denen wir uns eh schon einig sind. Also ich möchte nochmal die Frage ein bisschen schärfen aus Kooperation, wofür? Also im Grunde, finde ich, sind wir jetzt an so einem Punkt, wo wir die Frage nochmal aufmachen müssen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Was haben wir überhaupt für eine Vorstellung vom guten Leben? Wie definiert sich das? Und kriegen das irgendwie hin, ein Angebot zu machen, das überzeugend ist, das auch interkulturell funktionieren kann? Ich würde es mal so formulieren, dass das Beste aus den politischen Denktraditionen auch zusammenführt und nicht immer gegeneinander ausspielt. Also so, ne, das klassische Ding, das Wirtschaften steht gegen das Soziale steht gegen das Ökologische und so weiter und so weiter. Ne, also die Bio ist cool, aber das können sich die armen Leute nicht leisten. Öko ist cool, solange wir unsere Wettbewerbsposition auf dem internationalen Markt halten und so. Und da haben wir immer diese Zielkonflikte. Und ich glaube schon, wir müssen die Frage Kooperation wofür? Nicht Kooperation um der Kooperation willen, denn die Leute, die Patente haben, was machen die? Die schließen sich zu Patentclubs zusammen, die kooperieren miteinander, damit sie noch wettbewerbsfähiger auf dem globalen Markt werden. Und mit der Frage würde ich gerne ins Publikum gehen. Warte mal, lassen Sie dazu zweimal. Fünfmal. Ja, also ich möchte auf deine Grundfrage zurück. Und ein Mikrofon im Raum. Oder soll die laut reden? Ja. Man nimmt uns alles weg, ja, und wir stellen fest, dass wir
zunehmend auf allen Gebieten entmündigt werden. Das ist zweifellos so. Ja? Und die Frage drängt sich auf, warum ist das so? Und ich möchte jetzt eine These in den Raum stellen, die sehr überraschend für wahrscheinlich alle hier im Raum klingen wird. Das ist nicht primär so, weil es einen Heißhunger nach Ressourcen gibt, das mag schon sein und das ist auch abgehandelt, also von der Shoshana Zuboff, die sich um 180 Grad ins Schwarze gedreht hat und sagt, ja, wir sind die letzte bewirtschaftbare Ressource, nicht? Unsere Informationen, unsere Daten und so weiter. Aber irgendwie überzeugt mich das alles nicht. Für mich gibt es einen anderen, plausiblen Erklärungsansatz, aber er ist vielleicht einerseits hoffnungsvoller, andererseits noch erschreckender. Das, was mit uns heute passiert, ist einerseits das Resultat eines Strukturwandels, der in die Richtung geht, dass uns der Staat schlechthin nicht mehr braucht. Das heißt, die Zeit, als ein Herr Professor Bruckmann noch verkünden konnte, wir sind alle quasi irgendwie Shareholder des Staates oder Stakeholder des Staates, also wirklich Shareholder, ne? War eine Zeit, da gab es noch so Ideale wie Vollbeschäftigung, da gab es noch so Ideale wie die Wirtschaft muss den Menschen dienen. Wir haben eine Transformation hinter uns, die das alles zertrümmert hat. Wir haben eine Transformation hinter uns, nicht zuletzt aufgrund der Informationstechnologie, die bedeutet, dass das Wirtschaften, reales Wirtschaften, der Kampf um Produktivität sinnlos geworden ist, weil jeder schon auf dem letzten Stand der Produktivität ist. Und wo der Staat, und da bin ich jetzt auch ein bisschen mit dir über Kreuz, ja, plötzlich wieder reduziert wird auf seine Genese aus der Gewalt, aus der er gekommen ist, ja, plötzlich erkennen wir, hey, da stehen 5000 Jahre Herrschaftsgeschichte. Und die Demokratie, das war eine Tünche, die hat sich aus einer bestimmten Konstellation ergeben. Aber jetzt merkt der Staat, hoppla, was ist denn überhaupt der Garant meiner Existenz? Das ist der Konkurrenzerfolg meiner Wirtschaft und nichts anderes. Aber was sagt die Wirtschaft? Die Wirtschaft sagt, unser Konkurrenzerfolg, der hängt zunehmend weniger an der Produktivität, der hängt am Zugriff auf die Verbote, anders zu handeln, als jetzt gehandelt wird. Also Lizenzen, sage ich immer, sind lukrative Handlungsverbote. Und was noch viel schlimmer ist, wenn wir jetzt nicht den Vorhang runterlassen, wer weiß, ob wir morgen überhaupt noch die Kontrolle über die Produktion haben. Wir veranstalten eine generalpräventive Abrechnung mit dem gesamten System der Ökonomie. Und ihr werdet mir jetzt vielleicht ein bisschen irritiert anschauen, wenn ich sage, die wahre Herrschaftsinstanz in 20 Jahren wird nicht das Geld sein, es wird die Sozialversicherungskarten und die Medizin sein. Wir treten in ein direktes, feudales Kontrollsystem ein, weil wir als ökonomische Subjekte zunehmend weniger gebraucht werden. Das ist die dunkle Seite, die helle Seite. Und da muss ich dem Leopold recht geben, wenn er sich manchmal wundert, wie wenig wir unsere Potenz erkannt und gebraucht haben. Die haben mehr Angst vor uns, als wir uns selber zutrauen und als wir selber vermögen. Zum Beispiel ein Beispiel der Open Hardware. Ne? Wir könnten theoretisch die Produktion in die Hand nehmen, wir könnten sie schupfen. Wir trauen uns nur nicht. Das ist der springende Punkt. Die haben mehr Angst und veranstalten eine Einhegung nach der anderen, damit uns das garantiert nicht gelingt. Und wir haben es noch immer nicht begriffen und staunen und sagen, ja, was tun denn die? Kann ich das mal ergänzen oder einen Vorschlag daraus machen, daraus entwickeln? Also, ich bin ganz
ich bin ganz dabei zu sagen, es geht darum, die Dinge wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist eigentlich das Generalprogramm der Commons, über das wir die ganze Zeit schreiben. Und mit Dingen meine ich... Entschuldige, wieder ist eigentlich verkehrt. Erstmals. Erstmals. Naja. Na, so in dieser Form hat es das noch nie gegeben. Genau, und da... Das kommt jetzt. In dieser Form hat es sowieso noch nie gegeben, weil sich die historischen und die gesellschaftlichen Kontexte immer wandeln und die technologischen auch. Das ist klar. In dieser Form hat es das noch nie gegeben und wir haben jetzt auch eine technologische und auch eine energetische Basis, die es uns ermöglicht, ja, in ganz großem Maßstab zu kooperieren. So, insofern ist das alles ziemlich neu und deswegen, glaube ich, ist es auch so schwierig. Aber den Punkt, den ich machen wollte, ist, also zunächst mal wäre das unser Programm. Ja, zu sagen, die Dinge in die eigenen Hände nehmen. Was bedeutet dann die Dinge? Das bedeutet eben auch die ökonomische Sphäre. Also sozusagen die Art des Wirtschaftens wieder zu diskutieren und neu zu bestimmen. Und dann, und das habe ich auch gerade hier gestern nochmal gelernt, ich war in einer Ausstellung über das Rote Wien, dann lernt man ja immer wieder, dass wenn mal was Weltbewegendes passiert in der Geschichte, dass das immer an einem konkreten Kontext und an konkreten Voraussetzungen hängt. Beispiel? Warum konnte hier so viel sozialer Wohnungsbau gemacht werden? Warum konnte die Stadt Wien so viele Wohnungen, Grundstücke kaufen, so viele Wohnungen bauen? Da gab es zwei Faktoren dafür. Das erste war ein richtig harter Mieterschutz, ja, vor 1920, der quasi einer, wie heißt denn das, wenn man Anreize, das Gegenteil von Anreize? Prohibitiv. Ja, der quasi prohibitiv ist fürs Bauen, für Privatinitiative im Wohnungsbau. Das war das eine. Und das andere war, damit zusammenhängt, es gab einfach sehr viel Grund und Boden und der war relativ billig. Und ich habe keinen Markt. Wenn man das nämlich zusammenfügt, und das ist genau der Punkt, wenn man das nämlich zusammenfügt, ist das nichts anderes, dass de facto schon 1920, vor 100 Jahren, der Boden dem Markt entzogen war. Und das war die Bedingung dafür, dass wir heute in Wien noch bessere Verhältnisse haben, diese desaströse Wohnungsfrage wieder zu diskutieren, als beispielsweise in Berlin oder anderswo in der Welt, wo der Boden sozusagen zum Spekulationsobjekt geworden ist. Und mit diesem Beispiel hier aus Österreich möchte ich diesen Vorschlag entwickeln. Wenn wir sagen, wir wollen auch das Wirtschaften, die Art des Wirtschaftens wieder in die eigene Hand nehmen, wie wäre das, wenn wir anfangen mit Boden dem Markt entziehen, Arbeit dem Markt entziehen und Wissen, Code und Design dem Markt entziehen. Diese drei Faktoren würden ziemlich viel zum Einstürzen bringen. Wie soll es gehen, Silke? Sag vielleicht. Ja, darf ich da kurz einhaken? Genau. Ja. Also, das machst du ja. Nein, das mache ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das noch zu wenig ist für ein Programm. Ja. Also ich knüpfe an dem, was du gesagt hast. Ja. Ich sehe riesige Potenziale, die wir überhaupt nicht ausschöpfen. Ja. Und Linux und die Entwicklung von Linux hat gezeigt, was möglich ist, wenn wir kooperieren, ja, oder wenn viele dazu beitragen. Und wir hätten riesige Potenziale und nutzen es nicht aus. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber für mich, mir fehlt schon noch, wir müssen auch darüber reden, einmal über die Ziele. Was wollen wir überhaupt? Wo wollen wir hin? Ja? Und für mich, ich habe ein Problem damit, so zu tun, wenn das Geld abgeschafft ist, dann ist der Kapitalismus erledigt und dann ist alles gelöst. Ja? Das sehe ich überhaupt nicht. Ja? Und ich sehe viel zu wenig Visionen, darüber nachzudenken, was könnte man für alternative Modelle haben. Ja? Und darin sehe ich nämlich auch ein großes Problem, weil die breite Masse oder sehr viele sehen nicht, wie könnte es anders ausschauen und darum geht auch so wenig weiter. Ja? Da möchte ich aber protestieren. Also wenn mein erster Punkt war, wir müssen überhaupt erstmal analysieren, wo die Einhegungen liegen. Ja, sind wir wenn mein einig, zweiter ja. Punkt war, sind wir uns glaube ich auch einig, wir brauchen dafür eine Sprache, die geeignet ist, sozusagen anzudocken, auch an Alltagserfahrung. Und dann ist mein dritter Punkt, genau, also so an Beispielen wie Open Hardware, aber auch an vielen anderen. Wenn mir jemand sagt, oh, Facebook ist Mist, dann sage ich, gut, es gibt die Alternative. Wenn jemand sagt, da wo es im Gesundheitswesen lang geht, das ist gerade Mist, sage ich, gut, da gibt es eine Alternative. Wenn jemand sagt, irgendwie
die Kameras und die Mikroskope bei Carl Zeiss Jena sind zu teuer, sage ich, dafür gibt es auch eine Alternative und so weiter. Ich kenne inzwischen fast kein Gebiet mehr, wofür wir nicht schon Alternativen haben. Was ich nicht sehe, ist, dass diese Alternativen sich zueinander in Beziehung setzen, weil sie sich sozusagen als, ey, Leute, wir arbeiten ja am Gleichen. Ja? Wir haben ähnlich... Sie spielen alle Schach mit. Sie spielen alle Schach mit. Solange du Schach spielst, bist du... Nein, das Problem ist, sie spielen nach den Regeln. Ich gebe dir nämlich zu 100% recht. Wir sind gerade dabei, in der größten gesellschaftlichen Wandel zu sein, die Menschheit je erlebt hat. Still und heimlich. Die immer auf die Kapitalismus-Schelte machen. Gerade der Kapitalismus ist gerade dabei, uns die Regeln des Kapitalismus wegzunehmen. Ich durfte meinen alten PC aufschrauben und sie nehmen uns Eigentum weg. Also das Grundinstrumentarium des Kapitalismus kommt gerade weg. Wir diskutieren gerade die Abschaffung des Bargeldes. Da geht es ja darum, nicht, dass der Euroschein wegkommt und den rettet kein Mensch. Sondern es geht einfach, dass das Instrumentarium eines Austauschmittels uns weggenommen wird. Also wir sind wirklich dabei, grundsätzlich die Struktur des Zusammenlebens zu ändern. Hängt auch damit zusammen, dass Nationalstaaten die Bedeutung schon lang verloren haben, weil wir haben ja zwei Mächte, die miteinander spielen. Auf den einen globale internationale Konzerne, die ihrem Kapital sozusagen verpflichtet sind, also ihrer Firma, und den Nationalstaaten, die sozusagen versuchen, mit einem, wem schenke ich mehr, denen, schalte die Kamera aus, in den Arsch zu kriechen, das darfst du wieder einschalten. Ja? Also wir haben eigentlich ein unlauteres Spiel entwickelt und wir als das Volk sozusagen vernachlässigen komplett, die Rollen zu definieren. Uns wird ununterbrochen gesagt, was denn zu tun sei und wie wir was zu tun haben. Und ich finde diese ganzen Privatinitiativen lieb und nett. Ich sage, diese Koops haben funktioniert dann, wenn der Staat einmal das System zusammenbricht. Ich sage, ich war in der DDR nach der Wende, wo das System zusammengebrochen ist und dann funktioniert kurzfristig etwas. Aber die globale, sozusagen, wie die Menschheit 2.0 ausschaut, wenn man so in der neuen Sprache ist. Darüber überlegen wir uns nichts. Wir überlegen uns kein Bild, wie wir in einer... Wir brauchen nicht mehr zu arbeiten, weil irgendwann sind die Roboter da. Wir haben genug Ressourcen. Es gibt auf dieser Welt keinen Ressourcennotstand. Seit E ist gleich mc² wissen wir, dass das ist alles gelöst. Die Baugrundgeschichte in Wien war ganz einfach, es gibt keine Baugenehmigung, bevor es nicht die Stadt das Grundstück gekauft hat. Das heißt, da hat einfach die Gemeinschaft das Eigentum dadurch kaputt gemacht, dass ein Grundstück nichts wert ist, weil es keine Baugenehmigung gibt, du kannst nichts bauen. In dem Moment, wo du es verkauft hast, wird die Baugenehmigung erteilt. Also wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt wirklich überlegen, nicht wie wir im Schachspiel einen kleinen Zug anders machen und schöner machen oder vielleicht einen Zugpunktgewinn machen, sondern wir müssen uns überlegen, wie ändern wir die Spielregeln. Wir brauchen ein neues Spiel mit neuen Spielregeln. Ja? Ich würde gerne was dazu sagen, weil ich glaube genau das nicht, weil wenn du dir die Open Source Lizenzen und den Erfolg anschaust, ich sage jetzt bewusst Open Source und nicht freie Software, weil eben gerade dieser Hack, das Ding Open Source zu nennen und damit wirtschaftskompatibler zu machen, dazu geführt hat, dass sich das so stark durchgesetzt hat. Also ist zumindest meine Ansicht dieser Sache. Und ich glaube eben, dass es andersrum funktioniert. Du musst beginnen quasi mit einem Hack, also die GPL, die Lizenz ist ein Hack. Ja? Sie hat das, was an Gesetzen da war, so uminterpretiert, dass damit was freigehalten werden konnte, was es vorher in der Form nicht möglich war. Ja, also genau dieser Schutz des Eigentumsrechts dazu zu benutzen, das Ding offen zu halten. Und ich glaube, dass ganz viele Dinge so funktionieren können und dass daraus erst Rechtsetzung entsteht. Also immer die Idee ist zuerst, und das, was ich damit machen kann, ist zuerst und dann entsteht daraus die Rechtsetzung. Wir können nicht darauf warten, dass irgendeine Regierung oder die sowieso
alleine arbeiten und sich nicht zusammentun. Das ist auch die große Kritik, die ich habe. Wenn wir internationale Firmen haben und lokale Governments, dann werden wir nie alleine reisen. Ja? Und ich glaube, dass darin die Möglichkeit besteht, dass sich das weiterentwickelt und daraus wieder Rechtsetzung entsteht. Also nicht erst das Recht und dann können wir was tun, sondern erst was tun. Ich habe nicht von Recht geredet. Ja? Ich habe nicht von Recht geredet. Ganz wichtig. Sondern ich habe geredet über das Bild des Staates. Was ist die Aufgabe des Staates? Brauchen wir einen Nationalstaat noch? Wir haben gerade jetzt EU-Wahl. Wir haben noch nie diskutiert, was wir sozusagen dorthin wollen. Ja? Um das geht's mal. Also jetzt nur ganz kurz. Ich glaube, jetzt war der Leopold zuerst. Und dann. Aber ich habe einen Ad-hoc-Einwurf nur, ganz kurz. Christopher Alexander, von dem heute viel die Rede war, Mustertheorie und so weiter, hat einen architektonischen Weltentwurf gemacht. Am Anfang seines Buches sagt dieser biedere Architekt, wir müssen die Welt in 1000 unabhängige Regionen zerschlagen. Also so viel zur Zukunft des Nationalstaates. Ja. Also was mich auch ein bisschen irritiert ist sozusagen in der Art, wie du das fragst, scheint da immer so ein Leviathan zu stehen. Also so ein der Staat, als sei das sozusagen eine Entität, die irgendwas denkt. Und da sage ich dann, wenn wir das so denken, stelle ich erstmal fest, dass der moderne kapitalistische Nationalstaat so denkt, dass es immer Verlierer und Gewinner gibt. Jawohl. Und uns deswegen auch nicht mehr braucht, genauso wie diese Ökonomie uns nicht mehr braucht. Und wenn das jetzt aber, ich will dann nochmal es vielleicht ein Stück tiefer bringen und sagen, ist es wirklich so, dass wir neue Spielregeln brauchen? Ist es so, dass wir ein neues Spiel brauchen? Oder ist es so, dass wir neue Grundlagen brauchen, aus denen heraus wir überhaupt neue Spiele und Spielregeln entwickeln? Gut, also ich glaube schon, dass wir neue Spielregeln brauchen, weil die dominanten Spielregeln sind einfach im Moment die Spielregeln des Kapitalismus. Es geht schlicht und weg nur um Profit. Ja? Also wenn der Bundeskanzler sich jetzt hinstellt nach der Steuerreform und sagt, ja, die Legislaturperiode ist eh noch lang und die Klimaproblematik kennt keine Legislaturperiode, oder? Und die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Ja? Darf ich kurz das jetzt, ich versuche das irgendwie auf ein bisschen abstraktere Ebene zu bringen. Ja? Wir sind auf der Linux-Woche. Und da geht es um Betriebssysteme. In deinem Buch ist ein Kapitel drinnen über Betriebssystemversion 0.5, was ich sehr sympathisch finde, ja, in dem ganzen Hype von 2.0, 4.0 irgendwas, wo ich sehr oft den Eindruck habe, wir sind nicht einmal auf 1.0. Und ich habe den Eindruck, wir haben jede Menge Systeme geschaffen, die aus meiner Sicht letztendlich Betriebssysteme sind. Ja. Wir haben ein Wirtschaftsbetriebssystem, wir haben ein Rechtssystem und all diese Systeme sind aus meiner Sicht ziemlich kaputt oder an Grenzen gestoßen und gehören repariert. Und aus dem Grund müssen wir aus meiner Sicht darüber nachdenken, wie könnten neue Betriebssysteme ausschauen. Auch mit neuen Spielregeln, wie könnte, und ich sehe schon sehr stark drin ein Designproblem und ein Architekturproblem. Ja. Also da muss man darüber nachdenken, wie könnte ein Design, also jetzt bringen wir glaube ich zu viele Dinge ins Spiel vielleicht, ja. aber du hast die Designregel von Ostrom in deinem Buch drinnen, ja. Also aus meiner Sicht müssen wir darüber nachdenken, reicht es aus oder müsste man das nicht schon längst weiterentwickeln? Ja? Also mir fehlt darin zum Beispiel total der Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, ja, steht und, da. Okay, nächstes Buch. Ja. Also wenn das die Sprache ist, die uns vielleicht hier in diesem Kontext weiterhilft, ne? Also wenn ich sage, ja, können wir noch eine Ebene tiefer gehen, ich glaube, da begegnen wir uns sozusagen. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir vom Betriebssystem sprechen, wie füttert man ein Betriebssystem? Also woraus zieht das seine Energie? Das sind tatsächlich die Fragen, über die wir nachdenken müssen. Also zum Beispiel, woraus zieht das Betriebssystem des Kapitalismus seine Energie? Unter anderem daraus, dass er uns selbst, also die dominierende neoklassische Wirtschaftswissenschaft und aber auch wir uns selbst
als Homo economicus definieren, so als individuelle Nutzenmaximierer. Das heißt, ein Teil seiner Energie zieht das gegenwärtige Betriebssystem aus dem Menschenbild. Und wenn ich sage, können wir noch mal eine Ebene tiefer gehen, dann würde ich wirklich sagen, können wir noch mal darüber nachdenken, was uns und damit auch Gesellschaft, staatliches Handeln, Ökonomie und was alles ausmacht, was da alles drin ist. Da ist die Frage drin nicht, also da ist ja die Frage der Beziehungsgestaltung, die elementare Frage. Die dominierende Beziehungsgestaltung beim Kapitalismus ist, Trennung zu reproduzieren, ja? Gewinner und Verlierer zu erzeugen und dann die Gewinner zu feiern und die Verlierer, wenn sie Glück haben, zu belächeln. Und wenn sie noch mehr Glück haben und in Mitteleuropa leben, sozusagen, kriegen die irgendeine Form von Sozialhilfe. Aber dieses Feature der strukturellen Spaltung ist omnipräsent. Können wir das rumdrehen und sagen, wenn wir uns erkennen als ich in Bezogenheit, als ich bin gar nicht getrennt von dir, als ich bin viel, viel, viel mehr als Dagobert Duck. Hm. Und von da ausgehend Regeln entwickeln, sowohl für unsere Institutionen als auch für unsere Ökonomie, als auch für unser Miteinander, die diese Beziehung vertiefen, die in den Mittelpunkt stellen, die mich nicht getrennt denken von dir. Ja, wahrscheinlich müssen wir darüber nachdenken, was sind überhaupt die Kernkomponenten so eines Betriebssystems, oder? Genau. Oder von so eines Kernels, ja? Ja. Also ich meine, wenn ich mir anschaue von Linux oder über einem brauchbaren Betriebssystem, ja, das hat ja eine lange Evolution, wo sich ein Kernel herauskristallisiert hat, der einfach gut funktioniert, oder? Ja, aber und wenn ohne ich den Rest auch nicht. Ohne GNU eben auch nicht. Also das heißt, der Kernel allein ist auch nichts wert. Ja. Also das darf man nicht vergessen, das darf man nicht unterschätzen. Linux ist nicht nur der Kernel alleine. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, der Kernel funktioniert jetzt, ob er Open Source, sage ich jetzt gegen meine Interessen, aber der funktioniert jetzt. Das wäre, wie man sagt, der Kapitalismus funktioniert ohne uns Menschen. Ich würde auch das Ganze, deswegen habe ich immer gesagt, wie soll ich versuche irgendwie die Ideologie irgendwie aus dem Design aber dann geht es ja genau um das Problem, dass wir versuchen, eine Sprache zu finden, und wir reden von irgendwelchen Denkgebilden, die eigentlich jeder so im Kopf hat. Also tut mir leid, ich kann auch nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube, ihr strapaziert ein Betriebssystem. Ja, genau, das finde ich auch. Jeder andere Vorstellung. Leute, wir müssen aufpassen, uns läuft nämlich gerade die Zeit aus. Also ganz kurz, und ich würde nur eins sagen, ganz wichtig, wir müssen uns von diesen Systemschäden wegmachen, weil wir sofort in die Wettbewerbsdiskussion kommen. Der Kapitalismus, den du sozusagen gerne schältest, ist ja das überlebende System gewesen, warum auch immer, ob es gut oder schlecht ist, ist was anderes. Warum funktioniert der Kernel, um ein Beispiel zu sagen, und ein Betriebssystem? Weil der den Kernel, Betriebssystem geschaffen hat, ein Ziel verfolgt hat, nämlich etwas erreichen zu wollen. Und ich muss ja ein Bild haben von einem Computer, was er tun soll, um einen Kernel schreiben zu können. Und unser Problem ist, wir reden ununterbrochen von einem tollen Kernel und wissen nicht, was das scheiß Computer tun soll. Deswegen, unser Kameramann sagt die ganze Zeit aus. Ich muss abbrechen, weil die Zeit vorbei ist. Naja, ganz kurz. Also ich möchte ganz noch auf... Ich möchte noch ganz kurz auf die Ebene der Anschaulichkeit gehen und sagen, du hast einmal gesagt, ja, wir haben Ressourcen für alles. Und ich sage einmal, wenn wir in diesem metropolitanen Weltbild der fossilen Weltmaschine weiterarbeiten, haben wir Ressourcen für gar nichts. Deswegen entwerfe ich zum Beispiel eine Welt, in der wir wieder dezentral über Dörfer sozusagen in direktem Austausch mit der Natur sind. Weil nur so kann ein Restart unseres gesamten planetaren Betriebssystems gelingen. Also sozusagen, es sind ganz fundamentale Fragen auch der gesamten Raumgestaltung, die sehr weit, vielleicht sogar Jahrhunderte in die Zukunft gedacht werden müssen. War ein gutes Schlusswort.